Also im Grunde, da kann man direkt mal loslegen. Mit dem Blick vielleicht darauf, was gerade so gemacht wird im Bereich Sprache. Ich glaube, alle Elias-Anwender sind schon mal im einen oder anderen Moment irgendwo über sprachliche Probleme gestolpert. In Elias, es ist eben ein komplexes, großes System und es entwickeln viele Leute mit. Und die Sprache ja, ist in unterschiedlichen Bereichen auch, sage ich mal, in unterschiedlich gutem Zustand. Und es gibt halt immer wieder in der Community Bemühungen, das zu verbessern. Eine davon war und ist die Language Front, in der wir einfach mit ein paar ja, Gleichgesinnten angefangen haben, mal zu gucken, wenn wir hier einen Einstellungsreiter haben, wie wollen wir den nennen, wollen wir den Reiter nennen, wollen wir den Tab nennen, wollen wir den noch anders nennen. Und das mal so ein bisschen zusammenzufügen, das habe ich gemacht, bevor ich in meine beiden Elternzeiten gegangen sind, zusammen mit einem, ja, so ein bisschen wechselnder Gruppe. Da waren wir immer so 5, 6 Leute meistens mit dabei, von den Entwicklern über auch Matthias, über Alexandra. Ich weiß nicht, Enrico, warst du damals auch schon mit dabei? Das habe ich mich gerade auch gefragt. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es eben dazu ein Glossar, das wir in den Folien auch verlinkt haben, das daraus entstanden ist, das aber eben immer noch auch sehr in Bewegung ist. Und Enrico und ich sind über eigentlich andere Themen, wo wir zusammen miteinander auch gearbeitet haben, wieder drauf gekommen, dass wir gerne wieder ein Thema Sprache ein bisschen was machen würden. Und haben uns jetzt mal zusammengefunden und geschaut, wie das gehen kann. Dazu später noch ein bisschen mehr. Ich möchte aber auch sagen, dass auch sonst in der Community noch andere Bewegungen im Thema Sprache durchaus geschieht. Also es gibt bei Elias NRW ein Projekt dazu. Da geht es einmal um das Gender Mainstreaming im deutschen Sprachfall und auch um die Überarbeitung der Einstellungsreiter fürs Deutsch und fürs Englische. Also die einzelnen Einstellungen in den Reitern noch besser verständlich zu machen, sprachlich zu vereinheitlichen und so weiter. Da wird da auf jeden Fall dran gezogen. Alex Mehler ist auch jemand, der immer wieder da Probleme sammelt, hat auch uns jetzt in mir schon einfach auch eine Liste mit problematischen Spracheinträgen, sage ich mal, zukommen lassen, die wir auch mit berücksichtigen wollen. Und genau, dadurch, dass eben da jetzt an verschiedenen Stellen wieder was passiert, haben wir jetzt die Gelegenheit, uns doch zu sagen, okay, wir versuchen auf der DevCon zumindest mal eine Frage zu klären, die jetzt uns aufgefallen ist hier in unserem Zweier-Team bzw. Dreier-Team, weil wir halt natürlich versucht sind oder bemüht sind, da mit Matthias als Sprachmaintainer zusammenzuarbeiten. Und wir würden gerne bei dem, was wir da tun, auch sonst mit den Entwicklern, Maintainern zusammenarbeiten, damit das nicht ins Leere läuft und wir uns irgendwie schön was ausdenken, was dann aber vielleicht auf technischer Hinsicht schwer umsetzbar ist oder auch keine Akzeptanz in der Community findet. Und wir stehen da also ganz am Anfang, sortieren uns gerade und genau, da wollen wir jetzt eigentlich mal ein bisschen gucken, vor allen Dingen bei so codenahen Problemen, die wir jetzt identifiziert haben, wie wir da am besten vorgehen. Vielleicht kurz. Ja. Genau. Idee hinter dem Ganzen oder hinter der Wiederbelebung der Language Front war auch so ein bisschen, dass wir, das war zumindest meine Intention, als ich da Fabian angehauen habe und gesagt, ey, wollen wir nicht nochmal, war so ein bisschen gar nicht, sich einzelne Begriffe rauszusuchen und zu fragen, soll das so heißen, sondern wirklich erstmal noch einen Schritt davor. Und damit haben Fabian und ich auch schon angefangen, Sachen zu vereinheitlichen, weil das kennen sehr wahrscheinlich die meisten von euch auch im Elias, dass Gleiches nicht immer unbedingt gleich heißt. Also der Elias Seiteneditor, der heißt mal Seiteneditor, mal Editor, mal Elias Seiteneditor. Und sehr wahrscheinlich habe ich jetzt noch 2, 3 Dinge in der Aufstellung vergessen. Und da ging es dann gar nicht so wirklich darum, wollen wir irgendwas umbenennen, sondern ne, was ist hier das einheitliche Wording und wie kriegen wir das gerade gezogen, sodass wir da auf der Oberfläche das, was den Benutzer halt direkt
Fabian spricht, konfirmieren Echo. Okay, ich mute mich dann immer. Ich hoffe, es geht jetzt. Nee, wenn Enrico spricht, kommt von Fabian ein Echo. Das heißt, du müsstest dich muten. So, ich hoffe, das ist besser. Genau, sondern viel in erster Linie erstmal sich anzuschauen, wie können wir das Ganze denn vereinheitlichen und wo ist das so ein bisschen auseinander diffundiert. Und eben bei der Analyse, die dann auch schon eine Weile gedauert hat, sind wir dann auf so ein paar Probleme gestoßen, die das ganze Handling der Sprache oder dieses Aufräumen der Sprache betreffen. Das vielleicht noch so als Einleitung meinerseits. So, Fabian, ich mute mich und du kannst. Genau, danke, Enrico. Ja, genau, wir haben dann mal jetzt auch mit Matthias uns unterhalten, eben welches Regelwerk haben wir denn schon vorliegen? Es gibt jetzt unseres Wissens eigentlich nur ein festes Dokument, das so eine generelle Guidelines bietet für das Thema Sprache auf Git. Und das ist das LanguageMD-File, das schon seit dem Frühjahr 2020 existiert und eigentlich vor allen Dingen vorgibt, wie für neue Module Spracheinträge anzulegen sind. Die haben ja ein bestimmtes Format, das setzt sie eigentlich zusammen aus dem aus einer Language Module ID, eine ID der Sprachvariable, dem Textinhalt, der halt vorgesehen ist für den Einsatz dieser Variable und gegebenenfalls noch einen Kommentar. Und da gibt es also ein kleines Regelwerk, wie sich das zusammensetzen soll. Im Grunde für die einzelnen Komponenten soll diese Language Module ID, zumindest bei neuen Komponenten, muss sie aus der Object ID bestehen, die im XML festgelegt ist. Sodass man also über diese, sagen wir mal Beispiel Forum wäre dann FRM, darüber kann man also dann identifizieren und sagen, okay, diese Sprachvariable handelt zum Thema, bezieht sich aufs Forum. Dann kommt im nächsten Schritt die ID der Variable, die dann das noch ein bisschen konkretisiert, wo die eingesetzt werden soll. Jetzt im Beispiel wäre das dann FRM für Forum, New Posting, okay, und dann käme der Text, der dann tatsächlich angezeigt werden soll, das wäre dann eben New Posting, wenn man also im Forum ein neues Posting anlegen möchte. Und das ist darin festgelegt als Guideline für neue Einträge, für neue Module und offen gelassen wird aber dabei natürlich die Überarbeitung alter Einträge. Und da wir jetzt bei unserer Arbeit zum Teil auf Probleme mit diesen Variablen stoßen, haben wir uns das eben angeguckt und haben uns gefragt, okay, wie könnte man denn das öffnen für die Überarbeitung bestehender Einträge? Wie könnte man das am besten umsetzen? Ja, mal zum Problemhaushalt, den wir generell identifiziert haben. Wir haben eben eine Unterscheidung zwischen codenahen Problemen und UI-nahen Problemen. Und heute geht es uns um die codenahen Probleme. Wir hoffen, dass wir ein bisschen weiterkommen. UI-nahe Probleme wäre jetzt für uns eben eine reine Änderung an der Sprache, also was wie die Einstellungsformulare überarbeiten oder sowas wie zu sagen, wir haben hier eine unschöne Bezeichnung oder redundante Bylines oder so etwas, die man kürzen kann. Würden wir sozusagen, da sehen wir den Weg, wie wir das umsetzen können. Bei den codenahen Problemen kommen wir dann eben schnell in dieses Thema mit den Sprachvariablen rein. Und das ist für heute unser Thema. Und da ist uns erstmal aufgefallen, dass die bestehenden Einträge in Bezug auf diese Language Module ID, die ich jetzt eben am Beispiel Forum eben wäre, das FRM, dass die nicht immer eindeutig sind. Wir finden also, wenn wir in das Sprachfall reingucken, hier als Beispiele ADM und Administration. Wir finden Background underscore Task und BG Task, was sich offensichtlich auf die gleiche Komponente bezieht. Wir finden Chatroom und dann nochmal Chatroom Administration separat, wo wir den Eindruck haben, dass das aber eigentlich dann eher in die große Administration reinfallen würde. Und wenn nicht, dann verstehen wir noch nicht so ganz, warum nicht. Certificate und abgekürzt Cert, Membership und Mem, Survey und Savvy, User und USR. Also man sieht schon, das ist einmal ein bisschen sprechender und einmal kommt es halt vermutlich wirklich aus dem XML, was jetzt für neue Komponenten der Guideline entsprechen würde.
Und da ist also schon mal die Frage, warum ist das nicht einheitlich? Gibt es dafür irgendeinen Grund oder hat es sich eingeschlichen? Und wenn es sich eingeschlichen hat, wie können wir es vereinheitlichen, damit man den Überblick behält? Und wenn man zum Beispiel sagt, ich arbeite jetzt an zum Beispiel an einer Übersetzung oder an einer Überarbeitung eines bestehenden Sprachfalls, sagen wir mal im Bereich Survey, dass ich dann auch sofort tatsächlich die gesamten Anträge angezeigt bekomme, die dort relevant sind und mich nicht im Zweifelsfall durch mehrere durchsuchen muss. Rico, hast du dazu noch eine Ergänzung? Sonst springe ich direkt zum nächsten. Nee. Gut erklärt. Dann haben wir eine spezielle Kategorie und das sind die Comments. Es gibt also für Spracheinträge, die an mehreren Stellen im System benötigt werden, eine eigene Kategorie Common. Und das wäre also sowas wie, sagen wir mal, ganz simpel jetzt gesprochen, ein Speichern-Button. Dieser Speichern-Button, der sollte natürlich möglichst die gleiche, systemweit die gleiche Sprachvariable nutzen. Wenn ich das dann übersetzen will, dann muss ich an einer einzigen Stelle diese Übersetzung einfügen und überall im System wird es dann einheitlich sein. An vielen anderen Stellen sorgt das eben auch für eine größere Klarheit. Dadurch, dass dann eben systemweit einfach auch dieselbe Begrifflichkeit verwendet wird und sich nicht jeder wieder was Eigenes ausdenkt, was so drumherum einander ähnlich ist, aber im Ganzen dann wieder nicht. Und da gibt es dann halt auch natürlich noch einen Spezialfall, wenn man vielleicht im Common mehrere Male was Ähnliches anlegt. Ich selber bin mal darüber gestorben, dass es zum Beispiel in den Commons eine Sprachvariable Basic Settings gibt, im Deutschen als Grundeinstellungen. Und es gibt auch noch General Settings, im Deutschen allgemeine Einstellungen, wo ich mich dann zum Beispiel frage, brauchen wir die tatsächlich beide? Wo ist der semantische Unterschied? Oder könnte man das auch zusammenführen? Ich habe hier mal diese beiden Zitate. Uwe hat hier noch ein schönes Beispiel ergänzt. Forum, Forums und FRM. Ich habe hier mal zwei Sätze aus den Guidelines zitiert. The language module ID common must only be used for language entries that are used by various components and in combined context. Es gibt aber durchaus auch Einträge in der Kategorie Common, die, soweit wir es sehen können, nur an einer Stelle benutzt werden. Und dann gibt es noch den Auftrag Use of new common variables should be minimized. Natürlich, weil diese Einträge dann auch alle immer geladen werden müssen für jeden Screen Elias. Und da haben wir natürlich auch ein Spannungsfeld, das sich daraus ergibt. Einerseits wollen wir das möglichst eine gute Abdeckung schaffen, um die Sprache leichter zu pflegen. Andererseits haben wir den Wunsch, dass das jetzt auch nicht zu viel wird, wo man dann vielleicht denkt, hey, ich mache mir schon mal einen Common-Eintrag, weil ich den bestimmt in 2 Jahren nochmal anders brauchen werde. Und vielleicht kommt es dann nie dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass so sowas zustande kommt. Ja, und das ist halt genau, das war auch vielleicht ein wichtiger Hintergrund, weil man ja sagt, wir wollen ja nicht nur, räumen ja nicht nur auf, um des Aufräumens willen, nur damit wir, weil wir sonst nichts zu tun hätten, sondern es geht halt eben einerseits natürlich um die Wartbarkeit, die Übersichtlichkeit, aber es geht zum Beispiel jetzt hierbei auch tatsächlich rum, ne, man kann nicht, man, das Common, die Common-Kategorie, der Common-Bereich, da kann auch nicht unbegrenzt wachsen, weil das halt einfach immer dann geladen wird. Also Common wird eigentlich immer geladen und dann werden halt gegebenenfalls noch die anderen Module oder die anderen Sprachfiles zu den entsprechenden Modulen geladen. Und um das einigermaßen überschaubar zu halten, weil ich glaube, was haben wir mittlerweile, 16.000 Zeilen Sprachfile, macht es halt auch Sinn, da zu achten, darauf zu achten, dass das nicht überhand nimmt. Ne? Abgesehen davon, dass wenn man dann übersetzt, ist ja auch ein, ich will gar nicht darüber sprechen, wenn man eine neue Sprache einführt, aber überhaupt auch jetzt, wenn man andere Sprachen ajour halten will, dass es natürlich eine unglaubliche Arbeit ist, diese ganzen Sachen dann
zu übersetzen. Und je weniger ich da übersetzen muss, je weniger Duplikate und dazu auch da auftauchen, umso größer die Chance, dass das auch was wird. Genau, und für die Pflege der bestehenden Sprache ist das ein ganz ähnliches Problem. So, jetzt haben wir noch ein drittes Codenas-Problem, das sind eben Duplikate. Bezieht sich auch nochmal genau darauf. Wir haben uns gefragt, ob es notwendige Duplikate gibt, wo vielleicht schon ein bisschen weiter gedacht wurde. Ein Beispiel, wo das Matthias mal anbrachte, war ja, wenn man zum Beispiel nur eine Sprachvariable Mitglied in den Commons hätte, die dann zum Beispiel vom Kurs und von der Gruppe genutzt wird, macht es das natürlich unmöglich, das nun spezifischer zu übersetzen oder spezifischer auch anzupassen. Wenn jetzt aber jemand sagt, bei mir ist es an der Institution besonders wichtig, dass ich hier Kursmitglieder und Gruppenmitglieder voneinander auch sprachlich klar unterscheiden kann, dann ist die Möglichkeit natürlich nicht mehr gegeben, wenn man nur eine Common-Variable hat. Ich weiß nicht, was es sonst noch für Beispiele gibt für notwendige Duplikate. Vielleicht hat da jemand einen Input. Dann würde ich mich freuen. Naja, was sicherlich von der Entwicklerseite her nahe liegt oder eher vielleicht dann auch angenehmer mitzuarbeiten, ist es, wenn ich dann in meiner Komponente all die Spracheinträge, die ich brauche, dann erstmal halt da einpflege oder habe und dann nicht noch die Arbeit mir machen muss, die abzugleichen, ob die jetzt unter Common vielleicht schon existieren. Das könnte ein Punkt sein, dass man also wirklich, wenn man so rein modular denkt, dass man sagt, okay, da ist dann auf jeden Fall alles drin. Aber das können, glaube ich, besser die Entwickler beurteilen. Genau. Hier sind natürlich jetzt nicht so viele Entwickler, aber doch ein paar dabei. Also wenn jemand hierzu Input hat, auch später gerne noch, können wir da gerne noch mal drauf kommen. Wir wollen ja am Ende auch noch ein bisschen Inputs und Wege sammeln. Genau, an der Stelle also auch nochmal ganz klar dieses Spannungsfeld. Ne? Wir wollen möglichst wenig Spracheinträge haben, aber wir wollen eben auch sozusagen die Commons jetzt nicht ausarten lassen, dass es unübersichtlich wird. Wie wird das in der Praxis momentan gemacht? Macht es jeder wahrscheinlich so ein bisschen nach eigenen Erfahrungswerten, vielleicht auch nach Empfehlungen im Kollegium? Gibt es da, weiß nicht, spricht man darüber oder macht das dann doch jeder so, wie er meint? Und auch da dann vielleicht wieder nochmal zurückgedacht zum Thema Language-MD. Was hat sich denn bewährt? Kann man das womöglich auch aus der Entwicklerperspektive doch noch klarer fassen? Und was bräuchte es dafür? Oder genau, was verhindert, dass es, sag ich mal, einheitlicher gemacht wird? Ja, zu den Lösungsstrategien. Genau, wir würden gerne die Language-MD in der Entwicklung lebendiger machen, auch für bestehende Komponenten. Unsere Ziele bei dem, was wir hier generell tun, sind halt, dass wir eine bessere Sprache ist auf jeden Fall, finde ich, schon mal für jeden Anwender, der irgendwie ein bisschen sprachlich interessiert ist, eine deutliche Verbesserung. Es führt auch zu einer besseren Außenwahrnehmung. Ich habe immer mal wieder Screens, wo ich denke, aus so einer Marketingperspektive ist es nicht schön, wenn da zum Teil eben, einfach auch wenn es nur um Tippfehler geht natürlich, aber auch wenn Bezeichnungen nicht einheitlich sind. Ich glaube schon, dass das kein gutes Licht auf uns wirft als Community, weil wir können tolle Features entwickeln und wir können auch natürlich und müssen auch an den Bugs arbeiten, aber eben die Sprachbugs, Sprachfehler sind da, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt auch. Wir wollen für eine bessere Übersetzbarkeit sorgen, das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen und wir wollen aber bei dem, was wir tun, eben auch die Entwickler entlasten, darum dieser Slot auf der DevConf, um zu gucken, wie funktioniert das denn für Entwickler, was wir vorhaben. Und eine Frage, die wir uns jetzt stellen eben, ist, ob wir über Pull-Requests hier sozusagen vorangehen
dürfen, in Anführungszeichen. Also hilft euch das? Stört euch das? Wollen wir das anderweitig sammeln? Auf welchem Wege sollte das geschehen? Das ist sozusagen der Blick auf das Bestehende. Und im Blick auf das Kommende und auf das Neue auch vielleicht, wenn man als Entwickler da sitzt und vielleicht die Sprache des Features, das man umsetzt, noch nicht im Detail vorgegeben ist oder im Detail durchdacht wurde, passt das so in den Workflow eigentlich rein? Bräuchte es da vielleicht, so wie es die UI-Klinik gibt, auch eine Art Language-Klinik, um zu sagen, so, boah, ich weiß ja irgendwo, dass es da dieses Glossar gibt und weiß ich auch nicht, oder das im Sprachfall gibt es vielleicht immer ein Kommen, aber ich finde es nicht, ich habe keine Zeit, das zu suchen. Ist das ein Problem? Auch da eben so ein Gedanke, ob das vielleicht in die Richtung weitergehen könnte. Und ja, diese Themen würden wir gerne mit euch diskutieren und da Input sammeln. Und auch natürlich von den Nicht-Entwicklern, die aber vielleicht ja auch mal mitgekriegt haben, wie da Probleme entstehen oder die auch schon selber, ich weiß, dass ja auch zum Teil wohl schon Pull-Requests gestellt werden, um Verbesserungen ins Sprachfeld zu bringen. Ja, wie sind da so eure Erfahrungen? Das interessiert uns natürlich genauso. Enrico, hast vielleicht du noch was zu ergänzen? Genau, ergänzend dazu, so eine Language-Klinik ist ähnlich wie die UI-Klinik, funktioniert ja in beide Richtungen, also nicht nur von der Maintainer-Seite, sondern auch die Anwender-Seite. Ich glaube, wir alle saßen schon mal vor irgendwas und haben uns dann gewundert, warum das jetzt so heißt und dann vielleicht, weil es schlechte Erfahrungen gab, keinen Bug geschrieben wegen einer einzelnen Sprachvariable oder wegen irgendetwas Einzelnen, was da umbenannt wird, weil das vielleicht dann auch schnell im Alltagsgeschäft irgendwo untergeht. Genau, und deswegen halt eben nicht nur von der Maintainer-Seite, sondern auch für die Anwender, weil ich glaube, da können wir relativ viel aufdecken. Alex macht das ja immer super mit seinen, Fabian und ich kämpfen uns dann immer durch die Excel-Tabellen und gucken uns die ganzen Punkte, die er findet, da an. Ich glaube, wenn wir das ein bisschen flächendeckender hinbekommen, dass man dann da schon relativ weit kommt, zumindest was dieses Streamline angeht, und nicht die, ja, das wirkliche Diskutieren von neuen Begriffen oder Sprachvariablen. Ich habe jetzt mal eben ein bisschen geguckt, wer so heute zuhört. Und zumindest so zwei, drei Entwickler sind noch dabei. Nils Hagen zum Beispiel. Ja, wunderbar, der meldet sich auch, oder auch Thomas Formula. Würde mich mal interessieren von eurer Perspektive aus. Nils, bitte. Also erstmal, ich finde es super, dass das ein Thema wird. Ich halte Sprache für unglaublich wichtig, wenn wir über solche Module reden und sowas. Das hat was mit Domänen zu tun, das hat was mit Erwartungshaltungen zu tun. Wir haben das ganz stark gemerkt beim Studienprogramm zum Beispiel. Da wurde die ganze Zeit über Membership geredet. Das ist aber gar kein Membership technisch gesehen, sondern es ist eine Zuweisung von einem User auf einen Knoten irgendwo. Und das ist was essentiell Unterschiedliches. Aber allein die Verwendung des Begriffes Member erzeugt eine Erwartungshaltung. Also ich halte es für extremst wichtig, dass wir hier sehr genau sind. Und ich begrüße das sehr, dass eine Language Front entsteht sogar, die sich dem ein bisschen annimmt. So aus dem Nähkästchen, aus dem Entwicklungsprozess, die Sprachvariablen sind oft das, was ganz am Schluss kommt. Ne? Also ich arbeite dann eine sehr lange Zeit auf einer unübersetzten Oberfläche und oftmals ist es auch tatsächlich so, dass die Übersetzung der Sprachvariablen, also dass das Füllen mit Sprache gar nicht mir obliegt, sondern dass es tatsächlich anders macht. Was mir im Prozess immer negativ auffällt, ist diese eine große Datei, wo alle Module komplett so drin sind. Das führt nämlich meistens zu irgendwelchen Merge-Konflikts. Und es ist mega nervig, das aufzuräumen. Ich hatte da schon mal einen Pull-Request gestellt, das zumindest irgendwie nach Modulen zu sortieren. Aber das ist, glaube ich, auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. So, erster Aufschlag. Ich komme bestimmt nochmal wieder. Dankeschön. Ups, jetzt bin ich in die Folien gesprungen. Ich wollte eigentlich hier in meinen Text reinspringen. Ich mache mal gerade noch mal was auf, was Nils eben angesprochen hatte.
Du hattest ja auch schon mal einen Pull-Request gestellt und da sind wir, glaube ich, jetzt noch nicht ganz bis zum Schluss gekommen. Auch das Sprachfile, zumindest das Englische und das Deutsche, zu sortieren. Woraus man ja auch relativ schnell zum Beispiel sowas wie Forum, Forums und FRM erkennen würde, dass da sozusagen ähnliche Namen für die gleiche Komponente verwendet werden. Wäre das eine Hilfe für einen Entwickler auch? Weil ich weiß auch, es gibt auch wieder, ich habe auch schon mal gehört, dass sie sagen, ach, es ist aber lieber, wenn immer die neuen Sprachdateieinträge unten sind, das ist dann leichter mit den verschiedenen Branches. Also da wäre auch interessant mal zu hören, was da die Entwicklerpräferenz ist. Eine Meldung von Lukas Stocker im Chat. Pro Sortierung. Thomas, hast du eine Präferenz dazu? Lukas ist da noch, ne? Genau. Mhm. Ich greife nochmal das von Nils auch auf, der Vorschlag, das sozusagen stärker aufzuhören. Wäre das dann, würde ich das dann richtig verstehen, dass ich statt einem Ilias.de lang dann eher sozusagen pro Komponente, das, was jetzt die Module-IDs sind, dass ich das dann so habe? Wäre das dein Vorschlag? Habe ich das richtig verstanden? Und du lädst dann von deinen Komponenten die jeweiligen Files, also die Sprachfiles, die du jetzt brauchst und hast dann, das kommen dann halt wahrscheinlich nur als immer eines, das du immer lädst. Na, ich wollte mit dem PR tatsächlich einfach nur Pull-Requests oder Merge-Konflikts vermeiden und tatsächlich mir selber die Möglichkeit schaffen, Exzerpte zu ziehen auf Modulebene. Das kann ich mit einer Sortierung sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach. Ne? Da markiere ich mir einfach den Block, packe das in eine Excel-Liste, sage so, hier, lieber Kollege, bitte einmal dieses Modul übersetzen. Das funktioniert ganz gut und vor allen Dingen, es verändert nichts am bestehenden Mechanismus. Das war wichtig halt an der Stelle, ne? Dass wir da jetzt keinen großen technischen Overhead erzeugen, sondern tatsächlich einfach nur im Handling irgendwie anders werden. Also es bleibt bei der einen großen Language-File, aber dann halt sortiert. Dann hätte ich jetzt nochmal eine konkrete Frage jetzt für die Arbeit, die wir eben machen, auch an die Entwickler gestellt, wenn es sonst keine Diskussionsbeiträge erstmal gibt. Was machen wir denn, wenn wir, sag ich mal, Duplikate finden? Gibt es da eine Chance, das bei euch irgendwie sinnvoll unterzubringen? Und wenn ja, wie? Denn da was zu reduzieren, wäre schön. Und auch noch die Anschlussfrage, ja, können wir verhindern, dass neue Duplikate reinkommen? Und auch da, wenn ja, wie? Das wäre ja beides ganz interessant. Ja, Nils, gerne direkt los. Ich find das schwierig, generell da eine Aussage zuzutreffen, weil, wie ihr auch schon eingangs sagtet, irgendwie Duplikate sind nicht per se was Schlechtes. Oftmals brauche ich die Differenzierung gerade das Beispiel irgendwie bei den Memberships des Studienprogramms, das wären klassische Duplikate gewesen. Das wäre jetzt irgendwie eine Commonality mit Courses gewesen, die es faktisch aber nicht ist. Ich weiß nicht, wie der richtige Weg da wäre. Es wäre dann einfach später aufgefallen, dass es halt doch ein Unterschied ist und man hätte dann nachgepflegt und man hätte es sehr viel expliziter gemacht. Ne? Glaube ich, kann man so generell gar nicht sagen, ob Duplikate per se zu vermeiden sein müssen oder sollten. Also den Einzelfall anschauen. Jetzt mal auf diesen Fall konkret,
Nils, ist das, verwendet ihr da im Studienprogramm eigentlich den Member-Service? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Genau. Wahrscheinlich wäre es halt eben auch zu überlegen, ob, also wir haben ja zum Beispiel Services, die ja auch stehen, ja auch Sprachvariablen zugeordnet, Metadaten zum Beispiel. Ne? Metadaten ist ja keine Komponente, kein Modul, sondern ein Service, der dann an bestimmten Stellen eingebunden wird und dann werden halt eben auch dessen Sprachvariablen mit eingebunden. Wenn wir jetzt über den Member-Service spricht, dann wäre es wahrscheinlich sogar sinnvoller, dass diese Sprachvariablen, die wir jetzt eben adressiert haben mit Gruppe und Kurs, die ja wirklich genau das Gleiche machen, also da ist in beiden Fällen geht es da um eine Mitgliedschaft und da wird eben auch dieser Member-Service genutzt, da wäre es dann wahrscheinlich sogar sinnvoller zu sagen, okay, wenn ich diesen Service dann da benutze in meiner Komponente, dann binde ich auch dessen Sprachdateien ein und dann pflege ich die halt nicht unter Courses und Groups, sondern zentral unter Member Service oder wie auch immer das dann heißt. Da ist halt auch die Frage, wie man, in welche Richtung man modularisiert. Also ob man hingeht und sagt, es ist eher entscheidend, was an der Oberfläche auftaucht. Und da ist es natürlich so, das wird natürlich dann alles innerhalb der Gruppe oder innerhalb des Kurses angezeigt. Aber eigentlich werden ja da andere Services eingebunden. Vielleicht muss man auch manchmal in diese Richtung denken, dass man das dann stärker berücksichtigt. Nils hat ein Meld und Florian fragt, aber ist Service deckungsgleich mit Sprachmodul? Ich mag das direkt aufgreifen, ja. Weil das ist ein gutes Beispiel. Wir sprechen in Gruppe und Kurs von Mitgliedschaft, aber jetzt haben wir eine ganze Menge Kunden, die mögen das Wort Kurs einfach nicht. Die nennen das Training. Und die möchten auch, dass das Trainingsmitgliedschaft ist, explizit. Das ist also irgendwie ein CI-konformes Wording dann da und in dem Moment beißt sich das sofort mit der Gruppe. Ja, gutes Beispiel. Ja. Das ist halt der Punkt, wo ich ein bisschen darauf eben hinaus wollte, ist, guckt man sozusagen von der Code-Ebene aus oder guckt man letztendlich von der Oberfläche und wie das genutzt wird? Und da kann sein, dass das Gleiche, auf das ich schaue im Kurs und das oder in der Gruppe, was technisch gleich vielleicht das Gleiche ist, ist aber eben für den Teilnehmer was anderes. Das ist die Frage. Und die Frage ist halt, wem soll die Sprachunterstützung helfen? Natürlich demjenigen, der drauf guckt. Ne? Mal abgesehen von so der Dublettenproblematik, vielleicht und da, weil das ist was, wo ich mich mit meinem inneren Aufräumen Drang, was mir als erstes aufgefallen ist und was einfach auch eine Frage ist, wenn wir diese Doppelung in den Modulen, was Mem und Membership und Forum und FRM und sowas angeht, werden die tatsächlich benötigt oder ist das historisch gewachsen? Wenn ja, wenn die nicht benötigt werden sollten, was wären da die Schritte, um das zu vereinheitlichen oder ist das auch wieder was zu Konflikten führt, ist da auch schon mal jemand drüber gestolpert? Also ich kann das ja mal aus meiner Perspektive als Language Maintainer sagen. Es gibt in der Tat manchmal, also nicht oft, aber gab es schon in der Vergangenheit Bugs, wo dann eine Sprachvariable nicht angezeigt wurde, weil halt die falsche Modul-ID verwendet wird und dann eben entsprechend das da nicht eingebunden war. Also, wie kann ich es am besten erklären? Also, eigentlich ein Klassiker ist zum Beispiel, wenn ich ein Objekt neu anlege, dann wird, bevor ich das ausfülle, weiß ich nicht, ein neues Forum anlegen oder was auch immer, wenn ich in dieses Input-Formular reingehe, bis zu dem Zeitpunkt gibt es dieses Forum ja noch nicht. Es wird ja dann quasi erst angelegt. Und das heißt, die Sprachvariablen für diesen Anlegedialog, die müssen auf jeden Fall in Common liegen, weil sonst, sonst müsste man alles ja theoretisch laden müssen. Und das taucht dann öfters, wenn so ein Fehler auftaucht, dann weiß ich eigentlich immer sofort, falsche Modul-ID und sehe dann ja, okay, das ist schon auf Forum gewesen,
ob das jetzt FRM ist oder Forum, ist jetzt auch egal, aber es müsste eigentlich entkommen. So. Und sowas kann natürlich in Einzelfällen auch mal passieren, dass halt eben eine Sprachvariable, die dann in FRM ist, erwartet wird, aber in Forum ist und man hat dann die falsche Modul-ID eingeladen. Vielleicht machen die Entwickler aber auch so, dass sie gleich alles, was da drumherum ist, den ganzen Kladderadatsch einladen, also Forum, Forums und FRM, dann tritt kein Fehler auf. Aber eigentlich ist es sozusagen, wäre es sinnvoll, wirklich das pro Komponente zu vereinheitlichen, weil es geht ja nur darum, hol mir diesen Range, diesen Teilbereich aus dem Sprachfile, lad mir den bitte noch zusätzlich zu kommen ein. Ne? Darum geht es ja. Und da sehe ich aktuell keinen Grund, warum man da innerhalb einer Komponente noch eine Binnenunterscheidung bräuchte. Das ist eher nur fehleranfällig. Das wäre ja für neue Komponenten dann auch als Bug zu kreiden, richtig? Natürlich. Genau, aber der Schritt wäre halt, wenn man jetzt hingehen würde und sagen würde, man will das eigentlich, man würde jetzt zum Beispiel diese drei Vorkommnisse von Forum vereinheitlichen, dann müsste man halt wahrscheinlich, ja, ich würde dann vorschlagen, einen Pull-Request zu stellen, der ja auch in den GUI-Klassen, die diese Foren, diese Language-Einträge laden, die müssen ja angepasst werden, sonst findet der ja das nicht. Ne? Also die eigentliche ID ändert sich ja nicht, sondern es ändert sich ja nur vorne diese Module-ID. Aber die ist ja eben abhängig von dem, was eingeladen wird. Und deswegen müsste das angepasst werden. Aber das wäre halt was man theoretisch per Pull-Request auch den Entwicklern stellen könnte. Und dann gucken die mal drauf und sagen, ja gut, können wir machen. Ein Plus eins von Nils, wunderbar. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Vielleicht noch eine zweite Frage meinerseits. Besteht denn da, egal in welches, weil Fabian und ich uns auch so ein bisschen überlegen, mit der Language Front, unter dem Schlagwort läuft das gerade zumindest wieder. Bis jetzt ist das ja nur ein Glossar. Und wir uns auch so ein bisschen die Frage stellen, in welches Format kippen wir das denn? Wird das jetzt wirklich so ein iClinic, Language Clinic Ding, wo man sich auch mal melden kann, wenn man irgendwie einen Bug gefunden hat und sagen kann, ich habe aber keine Zeit, den irgendwie weiter zu verfolgen, könnt ihr den mal priorisieren, und die sich dann irgendwie in regelmäßigen Abständen trifft und da so auf Fehlersuche geht oder mit Matthias auch immer wieder Rücksprache hält als Language Maintainer. Besteht da allgemein Interesse oder haltet ihr das für sinnvoll? Könntet ihr euch irgendwie vorstellen, dass ihr mal einen Moment hättet, wo ihr sowas in Anspruch genommen hätte? Oder ist das grundsätzlich was, wo ihr jetzt sagt, ja, nice to have, aber wirklich nutzen würde ich das nicht? Weil das ist auch sowas, was uns jetzt sehr wahrscheinlich dann in nächster Zeit weiter treiben wird. Ich habe jetzt gerade was kommentiert, was Uwe Tesche eben gerade geschrieben hatte. Ist jetzt wieder sozusagen ein Nebenthema, aber das können wir quasi in die Language MD auf jeden Fall aufnehmen, dass Sprachvariablen, die mit einem Leerzeichen anfangen, weil die wahrscheinlich zusammengesetzt sind, das ist natürlich gefährlich, weil die halt eben die Leerzeile natürlich flöten gehen kann. Und das sollte man eher dann quasi über einen Code lösen, wenn man sagt, okay, wenn da was zusammengesetzt wird, wenn es da ein Leerzeichen braucht, dann sollte das nicht über die Sprachvariable realisiert werden. Alexandra hat ein Meld. Ja, das spricht mich ja furchtbar an, zu sagen, wir arbeiten regelmäßig an den Sprachvariablen. Das Thema verfolge ich ja lange und auch mit einer gewissen Energie. Ich habe den Eindruck gehabt, dass das Regelmäßige schon auch sehr wichtig ist.
Aber ich glaube, dass es schwierig. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Klinik da das richtige Format ist, sozusagen. Kommen Sie mit einem unklaren Sprachbauch und wir helfen Ihnen. Sondern ich glaube, dass ein systematischer Ansatz besser ist als so eine Open-Door-Politik. Das heißt, meine Erfahrung bisher ist, sowohl mit der Language Front, die ja lange lief, wir hatten einen Termin und wenn der Termin da war, sind auch alle gekommen. Es sind auch Leute gekommen, wie Fabian oder Richard, die unheimlich viel um die Ohren haben. Und es sind, also ich glaube halt diese Regelmäßigkeit und zu sagen, wir haben eine Pipeline, wir nehmen uns was vor und wir arbeiten das jetzt Stück für Stück ab, das ist das, was einen da rettet. Und eine offene Tür wird vielleicht gar nicht so erfolgreich sein. Von daher wäre mein Plädoyer dafür, tatsächlich regelmäßig wegzuarbeiten, vorher einen Stapel zu bilden, die Erwartungen realistisch zu halten. Und es muss allen klar sein, dass es lange dauert. Ich hoffe ja sehr, dass jetzt, solange dieses Virus noch wütet, ja die bestehenden Initiativen zum Thema Sprache, Gender und Einstellungsreiter da jetzt auch Frucht haben. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, dass alles schon sehr viel besser aussieht, dann würde ich jetzt als letzten Punkt Werbung machen wollen dafür, dass, wenn diese Sachen abgearbeitet sind, irgendjemand noch mal ein bisschen Geld bereitstellen sollte, damit das englische Sprachfile dann dem schön renovierten Deutsch nachgezogen werden kann. Wir hätten damit Chris Potter ja jemanden, der super eingearbeitet ist in Ilias einerseits und andererseits eben tatsächlich als Native Speaker und Sprach begabt, da uns helfen könnte. Und das ist, glaube ich, gar nicht so viel Geld, aber das sollte irgendjemand einplanen. Ich hatte da zwischendurch schon bei mehreren Community-Mitgliedern Versuche gestartet und sollte das irgendjemand in sich finden, dann wäre es eine super Maßnahme, nächstes Jahr dafür mal Geld auszugeben. Danke für den Eindruck zur Klinik und Übersetzung, ja. Würde ich natürlich auch sehr begrüßen. Vielleicht noch zum Vorgehen können wir dann noch was ergänzen, dass Enrico, Matthias und ich auch gerade dabei sind. Es war vorhin in einem anderen Slot schon mal angesprochen worden, es gibt ja diese Roadmap-MDs, wo ein bisschen drinsteht, was als nächstes gemacht wird. Also wir, Enrico und ich, würden jetzt auch erstmal die Sachen, die wir jetzt dann als nächstes konkret angehen, auch in so eine Roadmap reinpacken, sodass dann auch jeder dort sehen kann, was bearbeitet werden soll und auch gerne, ja, gegebenenfalls auch Vorschläge machen kann, das noch zu ergänzen. Das ist dann halt eben ein Weg, um das so ein bisschen transparent zu halten und vielleicht ein bisschen im Sinne von Alexandras Liste, die man abarbeiten kann, Stück für Stück und die natürlich niemals abgearbeitet sein wird. Und jetzt ist es auch schon Viertel nach, wie ich sehe. Ich wollte gerade sagen, wir sind leider Gottes an dem Punkt, wo wir eigentlich Cut machen müssen, weil jetzt Martin schon wartet. Ich danke nochmal auch an Alexandra für den Aufruf. Das ist auf jeden Fall was wir weiter verfolgen sollten. Und wir hoffen mal, dass sich jemand findet. Und wir reden wirklich über wenig Geld hier in dem Falle. Ja? Also das muss man ganz klar sagen. Ansonsten die Aufforderung an alle, die sich für das Thema interessieren und da mitwirken wollen, erstmal mit Fabian oder Enrico Kontakt aufnehmen. Ansonsten werden wir, glaube ich, Enrico und Fabian, werden wir nochmal dann auch im Jourfix, wenn wir dann so weit sind, dass wir da zum Beispiel dann auch mit Pull Requests anfangen können, das Thema auch nochmal aufgreifen und dann informieren, damit vor allen Dingen auch die vielen Entwickler, die jetzt heute leider nicht dabei sein konnten, die vielleicht im anderen Slot sitzen, dass die auch informiert sind. Aber ich habe das jetzt mal aus dem Statements auch jetzt von Nils und Thomas gesehen, dass wir da, glaube ich, eigentlich ganz gute Ideen haben. Gut. Ich muss auch leider, also ich muss einmal den Raum wechseln und den nächsten Vortrag. Genau, und verabschiede mich schon mal. Danke. Genau, geht es weiter hier mit... Ja,